die Intention, Kunst zu produzieren, ursprünglich ist auf eine gemeinsame Entscheidung im Jahr 85 zurückgegangen, zumal ich in der Siebdruckerei, die im Rahmen unserer von den Eltern gegründet, aber von uns erweiterten Schildererzeugung schon vorhanden war und schon öfter mit Künstlern so gelegentlich Plakate oder ähnliche Dinge produziert haben, kam 85 die Entscheidung, dass wir das ab jetzt professionell machen. Gemeinsam mit der Architektin Erika Zanger hat die Petra sozusagen den Teil des Ausstellens, Verkaufens, des Präsentierens und des gemeinsamen Publizierens und ich mehr die Produktion übernommen, indem damals bestehende Ressourcen dazu verwendet worden sind, um künstlerische Intentionen umzusetzen. Und das hat sich dann immer stärker und stärker entwickelt. Wir haben dann später einen eigenen Kunstproduktionsteil aus der normalen Firmenproduktion herausgenommen, weil sich das nicht mehr gut vertragen hat, wie das umfangreicher geworden ist. Für mich war das immer hochspannend. Für einen Produktionsbetrieb, der kommerziellen Hintergrund gehabt hat, war es belastend. Daher haben wir uns in eine eigene Produktionsabteilung sozusagen abgeteilt. Und in der eigenen Produktionsabteilung hat es ja ganz am Anfang einmal so ausgeschaut, dass wir einen Drucker hatten und wir alle auch da gestanden sind und zum Beispiel Ablage, wir mussten uns das immer wieder von der Rackel wegnehmen und ablegen und die Verbindung zwischen Künstler und Drucker war immer der Ralf, der einfach diesen technischen Umsetzungsprozess geleitet hat. Eigentlich wie so ein Kommunikator zwischen Künstler und Drucker, weil der eine hat die handwerkliche und der hat die inhaltliche auch noch umsetzen müssen. Also es war ein ganz kleines Team und wir haben das eben damals begonnen in einem in Eckenberg draußen, in einer Werkstatt, wo nur dieser Handrakeltisch stand und Möglichkeiten. Anfänglich, ne? Ganz anfänglich. Dann hat sich das natürlich erweitert, weil die Basis der Künstler das wahrgenommen hat, was da passiert. Und dann ist ein Künstler vom anderen zu uns gekommen und hat eben angefragt, ob wir mit ihm was machen wollen. Und auch Kollegen, also Galeriekollegen in Wien, wie die Ursula Grinzinger, die das. Oder der Peter Barkisch. Oder Peter Barkisch auch, genau, das kommt später von, aber die haben das dann auch gefördert und haben also auch ihre Künstler mit eingebaut. Also mit denen machen wir was. So die Produktionsweise hat sich ergeben, wir haben am Anfang nur Siebdruck gemacht. Das war das Metier, das ich zwar nicht beherrscht habe und wo ich wusste, was wir tun, da haben wir auch schon gelegentliche Erfahrungen mit Künstlern gemacht haben. Danach hat sich aber herausgestellt, dass der Siebdruck ja ein Verfahren ist, wo sie faktisch auf jedem Material, auch auf dreidimensionalen Materialien drucken können. Und das haben die Künstler sehr schnell zu nützen angefangen und haben gesagt, ich möchte es, was ich nicht nur auf ein Blatt Papier oder auf irgendwas Ähnliches drucken, ich möchte das ausnützen. Dann sind dazu Objekte gekommen. Der Zufall war es, dass unser erster Siebdrucker gelernter Tischler war. Der hat dann natürlich auch aus Holz war Sachen gebastelt, sieht man einige Sachen, hat begonnen das zu bedrucken, zu verarbeiten und so ist aus der reinen Siebdruck-Edition dann auch eine Edition geworden, wo Objekte in Auflagen ganz groß, ganz klein, als mögliche hergestellt worden sind. Zum Schluss haben wir das dann gar noch erweitert um Produktionen von medialen Kunstwerken, von Leichtkästen, also wir haben dann so gut CDs, wie alles in eigener Werkstätte hergestellt. Interaktive CDs, alles mögliche. Wie fängt man also, so hat sich dieser Produktionsprozess entwickelt. Also zu besten Zeiten haben wir 8 Leute gehabt, die in der Produktion gearbeitet haben. Wir haben auch sehr, sehr viele Arbeiten dann aus Auftragsarbeiten gemacht. Am Anfang haben wir nur mit Editionen begonnen. Eigentlich ganz am Anfang haben wir auch noch andere Sachen gedruckt, so für Architekten oder was auch immer. Aber ab dem Augenblick, wo wir uns auf Editionen konzentriert haben, haben wir das gemacht und haben dann aber auch für diese Künstler, mit denen wir Editionen gemacht haben, überwiegend auch Produktionen gemacht, wie zum Beispiel für den Peter Kogler über 70 Rauminstallationen, also Wallpapers gedruckt, unter anderem für beide Dokumentarteilnahmen, für seine Biennale, für das Museum Modern Art, eine Rieseninstallation und alles. Viele. Also wir haben da
das hat sich dann durchaus ausgebreitet, was natürlich auch immer mehr Möglichkeiten nach sich gezogen hat, das hat immer mehr Künstler angezogen, die diese Möglichkeiten ausnutzen. So wurde zum Beispiel für Michael Schuster ein Mick S. Phantom, die er auf Metall gedrückt hat, auf Aluminium, und die wurde dann gebaut auf ein Flugzeug. Flugzeug, ja. So ein Flugzeug, das ist 5 Meter lang und 6 Meter lang, und es wurden 3 Modelle davon gebaut. Alle bedruckt. Und alle bedruckt. Also es sind große Arbeiten dazu. Wir haben kein Original reproduziert, es hat nie eine Reproduktion oder eine Faszinierung oder wie auch immer Kopie gegeben, sondern wir haben mit dem Künstler gemeinsam das erste Objekt, den ersten Druck, das erste Objekt, das war das Original. Und wir haben es wiederholt, also auch nicht kopiert, sondern wiederholt, sodass auch das zweite bis zehnte, maximal 30. Ich glaube, das waren unsere höchsten Editionen, Objekt auch ein Original war. Man spricht ja von Originaldruckgrafik, weil es eben nicht ein Original gegeben hat, das reproduziert worden ist. Das war ein wesentliches Kriterium. Und das zweite Kriterium, ja, dass wir immer nur das Medium verwenden, um was herzustellen, dass das Beste ist für die Intention des Künstlers. Also nicht, wenn eine Radierung besser geeignet ist als ein Siebdruck, haben wir das nicht im Siebdruck gemacht, sondern haben gesagt, das musst du beim Radieren machen. Da sehen uns viele von uns sehr geschätzte Künstler, haben wir aus diesen Gründen nicht gemacht, weil wir ihnen nichts Gutes getan hätten. Das ist nicht unser Metier gewesen. Und die waren besser aufgehoben. Sigi Anzinger zum Beispiel, ja. Das ist ein Lito. Und wenn wir Solita verdrucken, wir haben nicht alles verdruckt. Also das war Kriterium. Eins der Auswahlkriterien. Nachdem haben wir auch eigentlich viele Sachen abgelehnt. Es muss der Kunst gut tun und dem Künstler und dem Medium. Die wahrscheinlich körperlich anstrengendste Produktion waren die Konvexspiegel vom Heiner Blum. Ja. Da mussten wir ein eigenes System entwickeln, dass wir in einem Konvexspiegel, oder ist das ein Konkavspiegel? Das war ein Konvexspiegel, so, das kann ich nie auseinanderhalten, dass wir einen Druck erzeugt haben, der oben und unten im gleichen, im wahrsten Sinne des Wortes, Druck hat. Das heißt, wir haben nicht mit einer Rakel gezogen, sondern zwei Leute sind auf der Rakel mit da und haben immer mehr und mehr gedruckt, wenn wir in der Tiefe waren, weil wir sonst den Druck nicht so. Das hat eine dreistündige Vorbereitung, ein Training, das wir gleichmäßig gedruckt haben, bevor wir die Edition drucken anfangen. Also körperlich war das wahrscheinlich die spannendste. Oder die, wie der Günther Flörg, die großen Arbeiten bei uns, die hängen da drinnen am Sieb gezeichnet, das muss ich vorstellen, 2,20 Meter ist ein fast 3 Meter hohes Sieb. Und dann hat er händisch dieses Sieb präpariert, das war ja schon eine Geschichte, stehen auf der Leiter war er zu unsicher, dann haben wir es gelegt, da ist er kaum drüber gekommen. Also es war sehr schwierig, auch solche Dinge zu machen. Es hat bis dorthin nicht so große Drucke gegeben. Wir haben das erst allein probiert. Also es gibt viele, viele Dinge, es waren nur ein paar Exemplare. Es ist auch jede, man sieht ja die Materialität auch, dass der Untergrund vom Siebdruck veränderbar ist. Es ist nicht nur Blatt, sondern es ist Glas, es ist Plexi, es ist alles Mögliche. Natürlich hat ist jedes eine Herausforderung gewesen. Das ist Testen nochmal zuerst, weil natürlich der Künstler wollte das jetzt auf einem bestimmten Material drucken, auf Glas. Das war ewig, ist wie, heute hat jemand gesagt, Art Labor. Ja, und das ist ein schöner Ausdruck, weil das war wirklich ein lebendiges Labor, wo immer wieder getestet wurde, was ist denn möglich. Und das war ja auch, glaube ich, so für uns beide so immer so, die Herausforderung und die Spannung auch, ja, was, es gab nie ein können wir nicht, sondern immer schauen wir, versuchen wir. Wir wollten auch das in der eigenen Hand haben und haben eigentlich gleich anfänglich zur Produktion in Graz, in der Sporgasse damals, eine kleine Galerie aufgemacht, wo wir einfach die Produktionen, die wir in Eckenberg damals gemacht haben, immer ausgestellt haben. Also die haben wir dann immer gezeigt, so hat es begonnen. Dann wurde das natürlich immer umfangreicher und größer, sind auch einige Mal übersiedelt, so wie jede Galerie, und haben aber auch mit den ziemliche Kooperationen mit unseren Kollegen, also Wien eben, Köln, Christian Nagel, da gab es also einige, die
die mit uns ja zusammengearbeitet haben, wo diese Arbeiten dann auch immer wieder präsentiert wurden. Dann haben wir eigentlich, dann haben wir in Frankfurt eine Galerie aufgemacht, parallel zu Graz. Und haben da auch 5 Jahre, glaube ich, Parallelproduktionen gemacht. Und gezeigt. Und gezeigt. Ja. Und, da muss man sagen, du warst da weit über 100 internationalen Kunstmessen. Ich habe relativ früh, also uns war immer klar, dass wir das Ganze auf international auslegen wollen. Nicht nur jetzt regional Graz oder nur Österreich, sondern das hat sich aber auch von der Basis der Künstler sofort so entwickelt. Also das ist jetzt nicht keine, sondern das hat sich so entwickelt und darum ist auch das ganze Programm dann gleich mal international geworden. Und ich bin eigentlich, glaube ich, zwar mit Zittern und Schlottern und Füßen, weil ich vorher noch nie eine Messe gemacht habe, mit der Greta Ehmser. Ich mit der ersten in Los Angeles angefangen. Ja, nein, die erste war, da war ich aber nicht verantwortlich, die durfte ich bei der Ursula Grinzinger in Basel, die heilige Kuh, durfte ich da die paar Editionen, die wir bis dahin hatten, fertige Produkte, bei ihr mit ausstellen, auch so am Tisch vorne. Und da saß ich dann zwischen den Katalogen und allem. Aber nach 2 Jahren hatte ich dann schon einen eigenen Stand und habe die erste Auslandsmesse, aber war wirklich die spannendste, also jetzt Auslandsmesse, Ausland, aber amerikanische Messe also, war. Wo du allein den Stand hattest. Mit der Greta Ehmser, wo ich allein den Stand hatte. Da bin ich oft mit Rahmen, die auseinandergenommen zum Transport und dort. Und dann stand ich also da. Handwerklich nicht die begabteste Person. Ja, ich meine, entschuldige mal. Dann musste ich mit Leim diese Rahmen zusammenbauen und mit Dackeln und wie immer. Und wenn ich dann an den Stand gekommen bin, ist jeden Tag ist es irgendwie gerutscht und irgendwie hat das immer wieder anders ausgeschaut. Also es war sehr abenteuerlich, aber ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt dadurch. Ich bin ja selber mit der Black & Decker gestanden, das habe ich alles beherrscht. Erst später dann habe ich das Glück gehabt, dass ich mit dem Aufbau dann auch Hilfe hatte. Aber ich bin dann eigentlich relativ schnell ist es über Chicago. Also es waren weit über 100 Kunstmessen. Wir haben ja keine Sammlung gehabt, die wie ein Sammler, ich fange jetzt an zu sammeln, entstanden ist, die ist aus der Tätigkeit des Ateliers automatisch entstanden und eigentlich erst in den letzten Jahren als Sammlung langsam geordnet, aufgebaut und definiert worden, weil sie auch untypisch ist, weil sie absolut Sammler sammeln gern in die Karte, weil ich bin der, der diese Arbeit hat, das ist der Sammlerstolz. Wir haben lauter Arbeiten, die andere auch gehabt haben. Nur niemand hat all diese Arbeiten. Also es gibt kaum Sammlungen von serieller Kunst, weil halt man lieber spezialisiert ist auf irgendwelche Künstler oder sonstige Themen. Das haben wir nicht gehabt. Und dann hat sich die Frage gestellt natürlich auch, deswegen ist sie heute da, auf Dauer, wir haben niemand hinter uns, die Produktion ist abgestellt, was machen wir mit dieser Sammlung? Und da haben wir uns dann entschieden, weil wir schon lang immer mit der Neuen Galerie kooperiert haben, weil wir schon lang auch immer wieder Schenkungen an die Neue Galerie machen. Nicht nur die erste größere parallel zur Ausstellung 98 Kunst ohne Legat, die die Neue Galerie mit und über uns gemacht hat, sondern auch schon ganz am Anfang war die erste 86. Ja, 86 war Schmalix mit dem Buch Sei nicht traurig. Das ist eine ganz anfängliche Geschichte auch von uns gewesen, das ist eine sehr große Produktion gewesen. Die haben wir ausgestellt in der Neuen Galerie und da haben wir ein Buch, das von Professor Hansen von der Uni in Wien gebunden wurde, also wunderschöne Arbeit in einer handgemachten Metallkassette, wurde das allererste Exemplar geschenkt. Also das hat eine lange Tradition und das war auch der Beweggrund, dass wir nicht das dem Mumok oder was, die es gern gehabt hätten, geschenkt, weil wir einfach Bezug haben zum Haus und das Gefühl haben, dass das Thema im Haus à la longue gut ja, aber es ist auch so, ich meine, ich habe das immer gesagt, es hat hier in Graz und in der Steiermark begonnen und soll hier auch enden.